Wohnhäuser werden bombardiert, Menschen getötet, Familien auseinandergerissen. Seit einem Jahr führt Russland einen Vernichtungskrieg gegen die Ukraine. Wie hat der Krieg das Leben verändert? Und was bleibt? Ein Gesicht hatte niemand mehr. Alle 45 Leichen waren ohne Gesicht. Keine Haare, keine Gesichter. Alles war verbrannt. Wenn man unsere Jungs beerdigt, sich die Hinterbliebenen anschaut, dann versteht man, dass man entschiedener handeln muss. Wofür werden die Tränen von tausenden Kindern vergossen? Was können die Kinder dafür? Reicht ihm Russland nicht? In jedem Moment kann ich an die Front gehen. Und dort kann alles passieren. Wir sind Katrin Eigendorf und Jennifer Girke und wir berichten seit einem Jahr über den Krieg in der Ukraine. Von Anfang an war ich dabei und bin immer wieder durch das Land gereist. Dabei habe ich erlebt, wie sehr der Krieg das Leben der Menschen zerstört und verändert. Wir wollen ja versuchen, noch mal mit Soldaten zu sprechen, die wir an der Front getroffen haben während des Krieges. Und wir haben jetzt einfach mal durchgeguckt und einige von denen sind tot. Einige schwer verletzt im Krankenhaus. Seit Beginn des Krieges habe ich das Leben vieler Ukrainer begleitet. Ich begegne ihnen über FaceTime, Social Media und Messenger-Dienste. Jede noch so schwache Internetverbindung wird genutzt. Aus Großstädten und Dörfern suchen sie unter schwierigsten Bedingungen den Kontakt, schicken Nachrichten, Fotos und Videos. Nach all den Monaten reise ich jetzt durch das Land, um sie zu treffen. Ich werde Oksana treffen in Kharkiv, die 6 Monate in Deutschland war, Ärztin ist und zurück will und voll aus dem Häuschen ist, weil sie sich so sehr freut, nach Hause zu kommen. Und für unsereins klingt das so absurd, so, du freust dich, ins Kriegsgebiet zurückzugehen, aber für sie ist das endlich wieder nach Hause kommen. Ich fahre an die Frontlinie in Richtung der russischen Stadt Belgorod. Dort möchte ich mich mit einer Einheit der ukrainischen Territorialverteidigung treffen. Es ist nicht das erste Mal, dass ich Soldaten treffe, die ihr Leben in diesem Krieg riskieren. Es ist auch für uns Journalisten mit Gefahren verbunden. Das habe ich immer wieder erlebt. Auch Ihor Resnik hat sich bereit erklärt, mir zu zeigen, wie seine Einheit kämpft. Russland liegt zum Greifen nah, nur 1 Kilometer weit entfernt. Wie ist die Situation heute? Wir sind unter ständigem Beschuss. Man hat mich benachrichtigt, dass die Drohne Orlan in der Luft ist, für Aufklärungen. Normalerweise ist 1 Stunde später der Beschuss. Es kann jetzt gefährlich werden. Dann werden wir plötzlich beschossen. Alle kriechen sofort in den Schutzbunker. Über uns sind immer wieder Einschläge zu hören. Bedrohlich. Ich hoffe, dass wir hier unten sicher sind. Die Männer haben sich hier eingegraben, nachdem sie die Russen im September aus den nahegelegenen Dörfern vertrieben haben. Seit 2 Wochen werden sie dauerhaft beschossen. Sie schießen mit Panzer, Artillerie und auch von Helikoptern. Wenn sie starten, werden wir informiert, dass Helikopter in der Luft sind. Die kommen nicht hierher, die sind auf ihrem Territorium. Sie haben ja auch Angst, dass wir sie abschießen. Ihor strahlt Ruhe aus. Doch auch er hat Angst, das erzählt er mir später. Nein, ich bin kein Militärmensch und habe nie gekämpft. Sobald der Krieg begonnen hat, ging ich zum Rekrutierungsbüro und habe darum gebeten, dass man mich zur Armee einberuft. Obwohl über uns Artilleriefeuer zu hören ist, beschließen die Männer herauszugehen. Im Schutz der Gräben folge ich Ihor zu einem Beobachtungsposten. Was ist eigentlich das Ziel Ihres Einsatzes hier, möchte ich wissen. Die Aufgabe besteht darin, dass Sie nicht auf das ukrainische Territorium gelangen. Und wenn Sie mit Panzern hier hinkommen? Schießen wir sie ab. Wir haben Panzerabwehrwaffen. Die werden nicht hierher kommen. Auch hier, in den schlammigen Gräben, wird der Krieg entschieden. Die Gefahr ist zu groß.
Die Männer wollen, dass wir die Stellung verlassen. Wir sind hier zu nah. Sie können uns gut sehen. Haben Sie keine Angst? Wir haben uns an die Angst gewöhnt. Was wird, wenn die Angst uns erobert? Wer bleibt dann hier? Also für mich als Zivilistin ist es extrem. Wir sind alle Zivilisten. Ja, stimmt. Wir sind alle Zivilisten. An den Krieg haben wir uns nicht gewöhnt, wir haben ihn nur akzeptiert. Als etwas, das unvermeidbar ist. Wir können hier nicht weg. Dann zeigt Ihor mir seinen Schutzengel. Das ist mein Talisman. Den hat mir meine kleine Tochter geschenkt. Bei allen Kampfeinsätzen habe ich ihn dabei. Ihors Frau ist mit den jüngeren Kindern nach Frankreich geflohen. Seine älteste Tochter kämpft ebenfalls bei der Territorialverteidigung. 25 Jahre lang war er Zollbeamter. Jetzt riskiert er mit 49 Jahren hier sein Leben. Ihor nimmt mich mit zur Kommandozentrale. Wir dürfen sie nur von innen zeigen, damit das Gebäude nicht von den Russen entdeckt werden kann. Hier beobachten sie die Stellungen der Feinde. Und seit Beginn des Krieges sammeln sie, was die Russen hinterlassen haben. Das sind Bomben, die sie mit Fallschirmen abgeworfen haben. Hier steht Russland drauf und die Nummer des Soldaten. Ein Kreuz, aber offensichtlich hat es nicht geholfen. Vor kurzem haben sie einen russischen Panzer erbeutet und ihn repariert. Jetzt wollen sie ihn gegen die Russen einsetzen. Der ist zum Kampf bereit, ist zu jeder Zeit im Einsatz, fährt raus und schießt auf sie. Ihor und seine Männer haben bei der Befreiung der nahegelegenen Dörfer geholfen. Er ist entschlossen, weiterzukämpfen. Seine Familie wird er so bald nicht wiedersehen. Lemberg im Westen der Ukraine. Über 200.000 Ukrainer sind hierhin geflüchtet, in der Hoffnung, hier sicher zu sein. Auch Ihor Doshin. Hello. Es ist Montagmorgen, 8 Uhr. Ihor begrüßt uns mit Badeschlappen und Taschenlampe. Schön, dich kennenzulernen. Komm rein. Mal wieder ohne Licht. Unsere erste Begegnung im Stockdunkeln. Strom haben sie hier nur ein paar Stunden am Tag. Der 31-Jährige will nicht in den Krieg und kämpfen. Er hat Schlimmes erlebt und er hat Angst. Okay, just come in. Das ist meine Freundin Kate. Hey Kate, nice to meet you. Jennifer, my name. My name is Kate. Und das ist unsere Küche, wo wir unser Abendessen kochen. Ihor ist einer der Überlebenden des russischen Angriffs auf den Bahnhof in Kramatorsk. Er und seine Verlobte saßen am 8. April im Zug an einem der Gleise, als eine russische Rakete einschlug. Vor ihren Augen starben mehr als 50 Menschen. Über die grauenvollen Erlebnisse habe ich mit Ihor wenige Tage danach gesprochen, per Telegram. Er schickte mir auch Fotos und Videos, aufgenommen mit seinem Handy. Von Kramatorsk sind sie nach Lemberg geflohen, weit weg von dem Ort des Grauens. Unsere Pläne haben sich radikal verändert. Ich habe meiner Freundin einen Heiratsantrag gemacht und wir wollten im Sommer heiraten. Alles für die Katz. Sie planten ein Leben im Ausland, am liebsten in Tschechien. Und waren nur kurz zu einem Familienbesuch in der Ukraine. Doch dann wurden sie vom Krieg überrascht. Nun sitzen sie seit 12 Monaten hier fest. Als Mann darf Ihor nicht ausreisen und Katja will nicht ohne ihn leben. Wenn nicht heute, dann werde ich morgen den Einberufungsbescheid bekommen und die Militärübungen antreten. Wir müssen für den Sieg kämpfen. Früher oder später werden alle, absolut alle gezwungen sein, etwas Schweres durchzumachen. Die Angst, einberufen zu werden, begegnet mir öfter in Gesprächen mit jungen Männern. Ihor möchte sein Land unterstützen, aber nicht als Soldat. Ich spende das Geld für die Streitkräfte der Ukraine. Ich bin nützlich für mein Land, bezahle die Steuern.
Durch die Steuern wird auch die Armee versorgt. Je mehr Geld an sie geht, desto schneller kommt der Sieg, so ihre Hoffnung. In einem kleinen Kellerraum verpackt Ihor Online-Bestellungen. Und hier arbeite ich. 8 bis 9 Stunden verbringen sie hier unten täglich. Hobbys interessieren sie nicht. Freunde haben sie keine. Aber sie haben sich. Das ist viel wert. Der Krieg habe alles zerstört, erzählt Ihor, auch die Verbindungen zur Familie. Ihors Vater lebt in Russland. Ich habe ihm meine Position erklärt, dass ich Russland hasse und nie vergeben werde. Das konnte der Vater nicht verstehen. Sie brachen den Kontakt ab. Mit meiner Schwester ist es noch schlimmer. Selbst meinen Vater hasse ich nicht so. Hassen ist das falsche Wort. Ich bin nicht so sauer auf meinen Vater wie auf meine Schwester. Ihors Schwester lebte in Mariupol. Die Stadt ist immer noch von Russen besetzt. Sie konnte nach Europa fliehen, doch Ihor befürchtet, das russische Regime habe sie manipuliert. Alles, was sie sagt, habe ich in russischen propagandistischen Fernsehsendern gehört. Sie analysiert die Situation nicht. Sie wiederholt einfach Wort für Wort, was sie im Fernsehen gehört hat. Sie sei aber immer noch seine Schwester, die er liebt. Ihor will die Hoffnung nicht aufgeben, dass sie irgendwann erkennt, was wirklich in der Ukraine passiert. Als ich Katja frage, ob sie auch eine eigene Familie gründen wollen, kommen die beiden in Verlegenheit. No. Ja, das hatten wir geplant. Wie können wir über eine eigene Familie sprechen, wenn vor deiner Haustür der Krieg andauert? In jedem Moment kann ich an die Front gehen und dort kann alles passieren. Ihor redet sich die Situation nicht schön. Kämpfen, für ihn eine Horrorvorstellung, auch wenn es für sein Heimatland ist. Sollte sich Russland einmal vor einem internationalen Kriegsgericht verantworten müssen, wird auch Isium eine Rolle spielen. Hier wurden hunderte Menschen gezielt durch russische Angriffe getötet. Halina Zikareva hat ihren Sohn und seine gesamte Familie verloren. 8 Menschen. Sie ist dort oben. Ich besuche die 71-Jährige in ihrer Wohnung. Спасибо. Danke. Sie trinken erst mal Kaffee, sind ja eben erst gekommen und danach arbeiten wir. Obwohl es schmerzhaft für sie ist, möchte Halina uns ihre Geschichte erzählen. Die Stadt Isium wurde 6 Monate von Russen besetzt, war unter Dauerbeschuss. Halinas Sohn Alexander wohnte in der Nähe. Er sagte, Mama, komm zu uns, bei uns ist es warm. Sie ist zu Hause geblieben. Ihren Sohn und seine Familie wird sie nie wiedersehen. Nach etwa 2 Tagen hat man mir gesagt, dass ihr Haus zerstört wurde. Ich wollte doch nicht weinen. Wie kann man nicht weinen, wenn man so etwas erlebt hat? Wissen Sie, ich habe irgendwie gespürt, dass Sie nicht mehr am Leben sind. Wenn er weggefahren wäre, wäre er gekommen, um mich abzuholen. Ganz klar, er würde mich nie hier zurücklassen. Und dann bin ich hingegangen. 2 Mal bin ich hingegangen. Die Familie hatte mit vielen anderen Menschen Schutz im Keller des Hauses gesucht. Die russischen Raketen schlugen genau dort ein. Wenn sie in der Wohnung geblieben wären, hätten sie überlebt. Die Enkelin und der Sohn mit seiner Familie, sie wären jetzt noch am Leben. Weil niemand Gerät hatte, um die Leichen zu bergen, lagen die Menschen unter den Trümmern. Erst Wochen später wurden sie geborgen. Halina war dabei. Sie wollte Gewissheit.
Insgesamt habe ich 6 identifiziert. Die kleinere Enkelin und meine Schwiegertochter habe ich nicht erkannt. Verbrannt, erschlagen, zerfetzt, so lagen die Körper der Toten in den Trümmern. Ein Gesicht hatte niemand mehr. Alle 45 Leichen waren ohne Gesicht, keine Haare, keine Gesichter, alles verbrannt. Die Kleidung auch. Nur mein Sohn hatte noch ein Gesicht. Ein Rohr hatte ihn geschützt. Als Izium im September befreit wurde, entdeckten die Ukrainer Dutzende Gräber in einem Wald am Stadtrand. Die Bilder gingen um die Welt. Es war für mich eine der grauenvollsten Erlebnisse des Krieges. Journalisten aus aller Welt waren damals dabei, als Ermittlungsteams die Gräber aushoben. 450 Menschen, darunter auch Kinder. In Plastiksäcken wurden sie nach Charkiw gebracht. Untersuchung von Kriegsverbrechen, die noch nicht abgeschlossen sind. Ich bin zurückgekehrt. Der Geruch des Todes, der damals über den Gräbern lag, ist gewichen. Doch noch immer liegt eine gespenstische Atmosphäre über dem Kiefernhain. Die Gräber sind noch nicht geschlossen, einige Holzkreuze stehen noch und Hinterbliebene haben Erinnerungen hinterlassen. Viele Menschen suchen nach wie vor nach ihren Angehörigen. In einer provisorischen Polizeistation in Izium können sie ihre DNA abgeben, die mit den Körpern der 450 Toten abgeglichen wird. Eine Arbeit, die belastend ist für die Beamten. Wenn man Knochenfragmente von Kindern findet. Das Sterben jeder Person tut weh, aber mir als Mutter tun die Kinder besonders leid. Halinas Enkeltochter wurde nur 13 Jahre alt. Ihr Sohn wäre jetzt 50 geworden. Das wollte er feiern. Halina hat noch eine Tochter. Sie lebt in England und will die Mutter zu sich holen. Aber Halina will in Izium bleiben, bei den Toten, die sie irgendwann würdig begraben möchte. Eines der ersten Ziele in diesem Krieg war die Hauptstadt Kiew. Auch heute müssen die Menschen jederzeit mit Angriffen rechnen. Hier treffe ich Pastor Anatoli Kalutschny. Seit Tag 1 des Krieges stehen wir in Kontakt. Lebensmittel, Hilfskonvois, die Videos, die er mir geschickt hat, zeigen, wie sich Menschen hier gegenseitig helfen. Seine Kirche ist zu einem Auffangbecken für Geflüchtete geworden. Alle hier sind geflohen, Vertriebene im eigenen Land. Wir haben gelebt und hart gearbeitet. Und dieser Faschist ist gekommen und hat uns unser Leben weggenommen. Er hat ganze Familien zerstört. Ich wünschte, er sei weg und verdammt. Hanna Sergienko kommt aus Cherson, einer Stadt, die monatelang von den Russen besetzt war. Hier kann die 72-Jährige ihren Gefühlen freien Lauf lassen. Diese Menschen brauchen Trost, mehr als alles andere, erzählt Pastor Anatoli. Manche denken an Selbstmord. Das ist am schlimmsten, wenn Menschen nicht mehr leben wollen. Seine Botschaft: Seid zuversichtlich, vertraut Gott und vor allem, gebt nicht auf. Wir sind wie David und Goliath. David war ein junger Kerl und Goliath stark wie Russland. Und wir glauben, dass Gott uns helfen wird und die Ukraine gewinnen wird. Diese Hoffnung bringen wir in die Herzen der Menschen und helfen ihnen, stark zu sein. Die Ukraine brauche ein Wunder, um ihren Goliath zu besiegen. Dafür betet Anatoli jeden Tag. Am nächsten Tag fahre ich nach Borodjanka, 60 Kilometer von Kiew. Auch hier begleitet mich meine ukrainische Kollegin Alexandra.
Die Wunden dieses brutalen Krieges sind auch nach einem Jahr offensichtlich. In einem kleinen Gemeinderaum treffen sich Einwohner der Stadt, um Tarnnetze für die Armee zu flechten. Auch Olga Krisak macht mit. Sie ist 91 Jahre alt, war früher Russischlehrerin in einer Schule. 50 Jahre habe ich die Kinder unterrichtet, ihnen beigebracht, klug, weise und gütig zu sein. Ich habe auf ein glückliches Ende gehofft, auf ein glückliches Leben. Und so ist es jetzt gekommen. Wir müssen durchhalten. Auch das noch müssen wir durchstehen. Olga hat den Zweiten Weltkrieg als Kind erlebt. Dass Kinder jetzt durch Putins Angriff ein solches Elend erleben müssen, macht sie wütend. Wofür werden die Tränen von tausenden Kindern vergossen? Was können die Kinder dafür? Reicht ihm Russland nicht? Kann dieses russische Land ihm nicht im Halse stecken bleiben? Es ist lange fällig, dass es ihm im Hals stecken bleibt. Am 1. März schlugen drei Bomben in ihre Wohnsiedlung. Sie will mir das Haus zeigen. Ihre Tochter und eine Nachbarin begleiten uns. Wo haben Sie gewohnt? 5. Etage. Dieses große Fenster ist unser Wohnzimmer. Dann möchte Olga zu ihrer Wohnung. Stufe für Stufe zieht sie sich nach oben. Im 3. Stock hält die Nachbarin an und zeigt uns, was von ihrer Wohnung noch übrig geblieben ist. Doch weiter hoch sollen wir nicht. Warum darf ich nicht weitergehen? Man darf nicht. Weiter darf man nicht gehen. Die Decke oben ist eingestürzt. Olga war eine der ersten Bewohnerinnen in diesem Haus. In der Nacht, in der sie bombardiert wurden, konnte sie nichts mitnehmen. Sie musste sofort raus. Und auch heute kann sie nicht zurück. Zurück nach Hause. Viele der Geflüchteten, die ich getroffen habe, kommen aus Cherson. Monatelang lebten sie unter russischer Besatzung. Wie ist das Leben dort heute? Ich besuche die Eltern von Katerina Kolomejchenko. Wir sind Gefangene in unserer Stadt. Wir sind Gefangene in unseren eigenen Häusern. Wir sind Gefangene und wir sind machtlos. Das hier ist unser Unterschlupf, wo wir schlafen. Die 31-Jährige und ich stehen seit einem Jahr in Kontakt. Sie hat mir viele Bilder aus der Besatzungszeit geschickt. Eine große Angst damals, nicht zu wissen, ob sie jemals wieder ihren Freund sehen würde. Anders ist Däne, die beiden führten eine Fernbeziehung. Ich schreibe meinem Freund die ganze Zeit, dass ich ihn liebe, weil ich nicht weiß, welche Nachricht die letzte sein wird. Mitte März ist Katharina geflohen. Seitdem lebt sie mit ihrem Freund in Dänemark. Ihre Eltern musste sie zurücklassen, sie wollten nicht mit. Cherson liegt nahe der Front. Hier kann es gefährlich werden. Ich ziehe meine Schutzweste an. Vater Vladislav macht das Tor nur kurz auf. Die Straße sollen wir nicht filmen. Niemand kann sicher sein, dass die Russen nicht zurückkommen. Kommt rein bitte. Ihr Haus ist nur 3 Kilometer von der Front entfernt. Jeden Tag hören sie Raketeneinschläge. Ah, das hat mir Katja in den Videos gezeigt. Hier habt ihr euch versteckt, oder? Ich erkenne den Unterschlupf aus den Videos wieder. Hier haben sie 2 Monate geschlafen. Oben liegen Blechtafeln. Das war mal unser Metalltor.
Das war für den Fall, dass, wenn die Decke runterfällt, wir nicht verschüttet werden. Das ist unser Überwachungssystem. Das hat Vlad alles selbst gemacht. Durch die Kameras konnten sie die russischen Soldaten beobachten. Russen fuhren mit ihren gepanzerten Transportwagen, mit Lastwagen, haben ihre Scheinwerfer auf unsere Fenster gerichtet. Sie fuhren die Straßen entlang. Das war sehr unheimlich, als ob man in deinem Haus mit schmutzigen Stiefeln herumläuft. Dann gehen sie mit mir in das Zimmer ihrer Tochter. Alles ist aufgeräumt, das Bett bezogen, als ob Katharina gleich wiederkäme. An der Wand hängen noch die Lernzettel mit Dänisch-Vokabeln. Also Katja hat mir ein Video geschickt, was ich euch vorspielen sollte. Von gestern Abend, oder von gestern. So, warte, ich mach das nochmal. Die Sehnsucht nach seinem einzigen Kind. Zu schmerzhaft. Beruhige dich, atme tief durch. Mama, Papa, ihr seid meine Helden. Ich bin sehr stolz auf euch. Ich vermisse euch so sehr. Ich hoffe, dass das alles bald zu Ende ist und ich euch umarmen kann. Sogar bei der Beerdigung meiner Mutter habe ich nicht so viel geweint wie jetzt. Ihr größter Trost, zu sehen, dass ihre Tochter in Sicherheit ist. Wie ging das Leben unter der Besatzung dann weiter? Niemand wusste, was zu tun ist. Was darf man, was darf man nicht? Ich weiß nicht, womit ich das vergleichen kann. Du lebst in deinem Haus, aber du sollst jemanden um Erlaubnis bitten und fragen, was du tun darfst. Am 11. November wurde Cherson von der ukrainischen Armee befreit. Doch sicher fühlen sie sich nicht. Gestern, als ich draußen war, hörte ich die Granaten über mir. Irgendwo sind sie runtergefallen. Ich weiß nicht, wo genau. Irgendwo in unserem Viertel. Das macht mir große Angst. Die meisten Menschen aus Cherson sind geflohen. Von knapp 280.000 Einwohnern sind weniger als 60.000 geblieben. Ich fahre ins Zentrum. Eine Geisterstadt. Man hat Angst, dass man jederzeit sterben kann. Sonst ist alles in Ordnung. Wenn wir alle weg sind, was werden unsere Soldaten verteidigen? Eine Stadt besteht aus Menschen, nicht nur aus Gebäuden. Wir bleiben hier. Sich nicht vertreiben lassen. So reagieren viele Ukrainer auf diesen Krieg. Wladislav und Olena werden nicht weggehen. Auch nicht ihrer Tochter zuliebe. Aber Katharina besuchen, das werden sie. Wenn der Krieg gewonnen ist. Ich fahre nach Dnipro. Hier bin ich verabredet mit einem Soldaten der Territorialverteidigung. Skipper war Kommandant. Wir trafen ihn Ende Juni im Südwesten von Donetsk. Seine Truppe kämpfte direkt an der Front. Wir fahren los und im Falle eines Beschusses, was bei der momentanen Lage nicht passieren dürfte, halten wir das Fahrzeug sofort an. Alle steigen aus und legen sich auf den Boden. Skipper war mir sofort sympathisch, selbstbewusst und gerade heraus. Er nennt sich immer noch Skipper, sein Kampfname. Aber kämpfen kann er nicht mehr. Er wurde schwer verletzt. Ja, ich erhielt bereits den Befehl für Demobilisierung. Ich kehre langsam zum zivilen Leben zurück. Wie ist das für Sie? Es ist schwer. Psychisch ist es schwer. Der 43-Jährige lag monatelang im Krankenhaus. Wir haben neue Positionen eingenommen und sind unter Beschuss geraten, unter heftigen Beschuss. Von seiner 30 Mann starken Einheit sind nur noch 10 im Einsatz. 2 sind tot, 18 sind so stark verwundet,
dass sie nicht mehr zurück an die Front können. Eigentlich wollten wir seine frühere Einheit besuchen, doch das ist nicht mehr möglich. Es ist sehr gefährlich. Die Siedlungen, wo wir uns damals getroffen haben, werden jetzt heftig bombardiert. Es ist schwerer Waffeneinsatz. Die Jungs sind in Kampfposition. Bei unserem Besuch damals war die Lage etwas ruhiger. Ihre Botschaft damals: Wir brauchen dringend westliche Waffen. Wir haben sie zurückgedrängt, so 2 bis 3 Kilometer. Die Erfolge sind so gering, weil wir ausschließlich leichte Schusswaffen haben. Sie waren sich alle einig, der Westen liefere zu spät und zu wenig. Mittlerweile sind einige Monate vergangen. Deutschland liefert jetzt auch Leopardpanzer. Die Debatten darüber hat Skipper genau verfolgt. Wenn man unsere Jungs beerdigt, sich die Hinterbliebenen anschaut, versteht man, dass man entschiedener handeln muss. Skipper hat einen seiner Kameraden verloren. Er nannte sich Foma. Ich hatte ihn im Sommer auch kennengelernt. Das ist ein Foto von Foma, wenn Sie sich an ihn erinnern können. Er ist gefallen. Er ist gefallen? Ja, genau. Er hat mir noch erzählt, dass er nach dem Krieg in Deutschland arbeiten will. Foma hatte mir damals von den Gefahren erzählt. Sie schießen aus großer Entfernung. Die Geschütze stehen 20 Kilometer von hier und schießen in diese Richtung. Kurz nach unserem Besuch griffen die Russen an. Foma wurde getötet. Der Familienvater wurde 62 Jahre alt. Er hinterlässt seine Frau und Kinder. Auch Skipper hat 3 Söhne. Der Älteste geht in die Militärschule. Der Tod seines Kameraden, die Verluste, all das macht ihm schwer zu schaffen. Ob er die Entscheidung zu kämpfen bereut, frage ich ihn. Nein, ich würde mich wieder genauso entscheiden. Skipper möchte wieder in seinem Beruf als Anwalt arbeiten. Jetzt will er sich auf das Bauwesen spezialisieren. Das Land muss wieder aufgebaut werden. Dabei will er mithelfen. Mein letztes Ziel ist Kharkiv. Die Großstadt im Osten wurde schon in den ersten Monaten des Krieges heftig bombardiert. Oksana Michalschuk floh damals nach Deutschland. Jetzt ist die Ärztin zurück. Noch im März setzte sie jeden Tag ihr Leben aufs Spiel, um ihre Patienten zu behandeln. Unsere Gespräche führte Oksana meistens aus dem Bunker. Dort war die Internetverbindung am stabilsten, auch bei Beschuss. Wir sind gerade wieder bombardiert worden. Es macht einem Angst, aber man gewöhnt sich dran. Eine Rakete zerstörte ihre Wohnung. Die Versorgungslage in der Stadt wurde immer dramatischer. Im Mai entschied sie sich zu fliehen und fuhr bis nach Stade in Niedersachsen. Sie wollte als Radiologin in einer Klinik arbeiten, ein neues Leben aufbauen. Doch die Sehnsucht war größer als gedacht. Wir treffen uns vor ihrem Haus. Zum ersten Mal kehrt sie in ihre zerstörte Wohnung zurück. Die Heizung funktioniert, einige Fenster wurden erneuert. Überall hier waren solche Splitter. Hier, sie sind bis zum Schrank geflogen. Die Splitter haben es bis dorthin geschafft und haben sich durch die Kleidung gebrannt. Ein Wunder, dass das Haus nicht abgebrannt ist. Wow, da sieht man noch richtig die Löcher, ne, drin. Oksana war nicht zu Hause, als die Geschosse einschlugen.
Es wird viel Arbeit, alles zu reparieren. Hier ist auch alles rausgefallen. Macht aber nichts. Man kann es hier schon aushalten. Ich freue mich, dass ich zurück in meinem Leben bin. Wir wissen zwar nicht, was morgen passiert, aber für mich ist es ein wunderbares neues Kapitel. Draußen zeigt uns die 45-Jährige ihre zerstörte Nachbarschaft. Das hier ist das berühmte Haus. Alle machen Fotos davon. Es war eine Bombe, oder? Ja, wie sonst konnte es so einstürzen? Wurde wohl etwas von oben abgeworfen. Aber es freut mich, dass hier wieder gearbeitet wird. Das macht mich glücklich. Wisst ihr, alles wird gut. Wir brauchen nur Zeit. Jederzeit könnten hier wieder Raketen einschlagen. Das weiß auch Oksana. Der Stadtteil Saltivka liegt nur 30 Kilometer von Russland entfernt. Die beiden Länder waren sich immer so nah und jetzt sieht man diese Zerstörung. Wie geht sie damit um? Wenn ich Russland hassen oder meinen Frust rauslassen würde, dann verschwende ich doch nur meine Energie. Oksana will mir ihre Freundin Marina vorstellen. Wir treffen sie in einem Lager für Hilfsgüter, wo sich die 31-Jährige um Medikamente kümmert. Ein Wiedersehen nach vielen Monaten. Da kommt sie. Da ist Marina. Als ob ich nie weg gewesen wäre, als ob ich erst gestern Tschüss gesagt hätte. Wie toll. Marina ist geblieben. Sie brachte es nicht übers Herz, ihre Heimat zu verlassen. Wir hatten immer schon eine enge Beziehung. Jetzt ist Oksana zurück und wir werden weiter zusammen durchs Leben gehen. Ja, sogar noch besser. Gemeinsam sitzen sie in ihrem Lieblingscafé, so wie vor dem Krieg. Auch wenn es nie wieder so werden wird wie früher, es ist zu Hause. Auch die Jevtokimovas leben in Saltivka, dem bevölkerungsreichsten Stadtteil von Charkiw. Auch sie sind zurückgekehrt. Im Juni traf ich sie in der Metrostation Helden der Arbeit. Schon am ersten Tag des Krieges hatten sie hier Schutz vor den russischen Angriffen gesucht. Mehr als 800 Menschen lebten damals in der Metro. Wir machen es uns so häuslich wie möglich. Wäsche waschen, putzen, essen. Wochenlang trauten sie sich kaum heraus. Wie ist es für dich, hier unten zu leben? Ich habe mich schon daran gewöhnt, es ist normal. Sto? Möchtest du nicht nach Hause? Nein. Ihr Bruder Nikita war damals krank, die Feuchtigkeit hatte ihm zugesetzt. Als die Stadtverwaltung die Metrostation im Dezember räumen ließ, mussten auch sie gehen. Wir treffen uns in ihrem Haus. Jana und ihr Mann wollten nicht zurückkehren. In der Metro fühlten sie sich sicher. Wir wollten noch den Frühling da verbringen. Hier ist es doch so gefährlich. Charkiw wird weiterhin angegriffen. Die Sachen für die U-Bahn sind immer gepackt. Wo ist es besser, zu Hause oder im U-Bahnhof? Mir gefällt es besser zu Hause. Mir gefällt es besser im U-Bahnhof. Warum? Darum. Da war ihre Freundin. Ah, da war deine Freundin? Und da hörte man die Knallerei nicht. Einmal hatte ich meine schwarzen drahtlosen Kopfhörer in den Ohren, habe die Lautstärke voll aufgedreht und hörte trotzdem die Knallerei. Der Krieg hat ihre Kindheit beendet, ihnen die Unbeschwertheit genommen. Viel zu schnell musste auch Nikita erwachsen werden.
Doch anders als Anja ist er froh, wieder zu Hause zu sein. Warum gefällt es dir besser hier? Weiß nicht, weil ich keine Angst habe und es mir hier besser geht. Vor allem ärmere Familien haben es jetzt besonders schwer. Janas Familie lebt ohne Heizung. Vor kurzem war es 1 Grad bei uns zu Hause. Und als es minus 10 Grad draußen waren, ist unsere Teekanne in der Küche eingefroren. In Kharkiv gibt es nur noch Online-Unterricht. Ohne Notstrom können sie nicht lernen. In der U-Bahn war das anders. Da gab es immer Strom und so auch Unterricht. Hier haben wir jeden Tag Stromausfall um 9 Uhr, wenn die Schule sein soll. Die meisten Freunde von Anja und Nikita sind mit ihren Familien ins Ausland geflohen. Auf dem Spielplatz sind wir allein. Spontan entscheiden wir, ins Delfinarium zu gehen. Ein Teil der Tiere ist evakuiert worden. Mit denen, die noch da sind, werden Schwimmkurse für Kinder gemacht. Das soll ihnen Sicherheit vermitteln. Es wirkt skurril und schön zugleich. Ein kurzer Augenblick, in dem sie Kinder sein können in diesem Krieg. Diese Reise hat gezeigt, jeder geht anders mit dem Schmerz der letzten 12 Monate um. Mit den Trümmern, den äußeren und den inneren. Für mich als Resümee hat eigentlich diese Zeit hier mir nochmal gezeigt, inwieweit das wirklich ein Vernichtungskrieg gegen die Ukraine ist. Das ist kein Krieg, wo es nur um Territorium geht, sondern es ist wirklich ein Vernichtungskrieg gegen ein Volk. Es ist, würde ich mal sagen, für Europa der größte Zivilisationsbruch, den wir seit dem Zweiten Weltkrieg erlebt haben. Der Krieg in der Ukraine ist in diesen Wochen an einem Tiefpunkt angelangt. Wie lange können die Menschen das noch aushalten? Das ist auch etwas, was ich, glaube ich, immer wieder gehört habe. Ja, egal wie schlimm das hier ist und egal wie viel wir verloren haben, aber die krallen sich an das Allerletzte, was ihnen doch noch bleibt. Und wenn es die eine Katze, der eine Opa oder die eine Wohnung ist, aber dieses letzte Stückchen zu Hause, was vielleicht doch noch steht, daran krallen sie sich fest und daran halten sie sich fest. Besser als wegzugehen. Ein Jahr Krieg. Das ist für die Ukrainer auch verbunden mit der Furcht vor einer neuen Eskalation. Perspektiven für Friedensgespräche gibt es nicht. Nur das Ziel, Russland zu besiegen, mit Unterstützung des Westens. Die Hoffnung, dass irgendwann alles wieder aufgebaut wird, dass das Land Frieden findet.